So, meine Lieben, willkommen in einer Gegend, in der ich mich bislang selten herumgetrieben habe. Heute nehmen wir die Eisenbahn zwischen Oldenburg und Wilhelmshaven unter die Lupe. Im Mittelpunkt steht dabei die ausgebaute Anbindung des Tiefwasserhafens Jade-Weserport. Allerdings gibt es auch rechts und links davon einiges zu entdecken. Wir beginnen unseren Ausflug in Oldenburg Hauptbahnhof. Und wenngleich sie streng genommen nichts mit der Wilhelmshavener Schiene zu tun hat, so sei doch die Hunte-Rollklappbrücke im Ostkopf gewürdigt, über die die Gleise von Bremen und Osnabrück heranführen. Dieses 1954 fertiggestellte Bauwerk ist des Öfteren für böse Überraschungen gut. Nicht, weil ein Bötchen dagegen ballert, sondern weil es sich nicht schließen oder verriegeln lässt. Die Hauptstadt des Großherzogtums Oldenburg erhielt ihren Bahnanschluss am 15. Juli 1867 mit Inbetriebnahme der Bremer Schiene. 7 Wochen später folgte die Strecke nach Heppens, das heutige Wilhelmshaven. Das Empfangsgebäude wurde 1915 eingeweiht. Aus demselben Jahr stammt die Bahnsteighalle, die nach zwischenzeitlichen Abrissplanungen aktuell saniert wird. Im Westkopf trennen sich die Strecken nach Leer und Wilhelmshaven. Sie laufen seit 1967 aufgeständert über den Pferdemarkt. Zuvor hemmten hier diverse Bahnübergänge den innerstädtischen Straßenverkehrsfluss. So dann versteckt sich unsere Strecke 1522, wie sie offiziell bezeichnet wird, hinter Lärmschutzwänden. Sie sind das Ergebnis eines Streits zwischen Deutscher Bahn und Stadt Oldenburg, wo man nicht allzu glücklich darüber war, dass die prognostizierten Güterzugmassen mitten durch die Wohnbebauung donnern sollten. Eine entsprechende Klage gegen den Bestandsausbau wurde 2020 letztinstanzlich vom Bundesverwaltungsgericht abgewiesen. Am BÜ Alexanderstraße in Kilometer 3,3 lagen einst die Blockstelle und der Haltepunkt Bürgerfeld. Die 2021 gestartete Aufhebung des BÜs könnte aufwendiger kaum erfolgen, denn auf rund einem Kilometer wird die Strecke um bis zu 5,30 Meter angehoben und über die Hauptverkehrsstraße gelupft. Während der Bauzeit bestand auf der Westseite eine eingleisige Umfahrung. In Sichtweite lag der Bahnhof Ofener Diek, der den Personenverkehr 1977 verlor, aber als Betriebsstelle mit einem mechanischen Stellwerk weiterhin bestand. Selbst nach Zuschaltung des elektronischen Stellwerks, in deren Folge der Bahnhof 2018 zur Überleitstelle schrumpfte, blieb das Häuschen besetzt, weil noch die Schranken in der Straße am Stadtrand zu kurbeln waren. Nach vollständiger Inbetriebnahme der endgültigen Infrastruktur flogen die Weichenverbindungen raus und der Name Ofener Diek verschwand aus den betrieblichen Unterlagen. Nur vorübergehend existierte in Kilometer 8,7 die Anschlussstelle Neu-Südende, über die Material für den Streckenausbau umgeschlagen wurde. In grauer Vorzeit, nämlich bis 1977, lag neben dem BÜ der Haltepunkt Neu-Südende. Schon eine ganze Weile verschwunden ist die Ausweichanschlussstelle Rastede Ihr Platz, von der ich kein Foto auftreiben konnte. Ich musste mich also höchstpersönlich zum Kilometer 10,5 bequemen und diese unscharfe, düstere Aufnahme anfertigen. Lärmgeschützt geht es in Rastede City zu, dafür sorgen beidseitige Wände. Der erste Reisezug halt seit Oldenburg verfügt über 3 Gleise, wobei die Überholung bloß bedingt nutzbar ist, weil mittendrin die August-Brötje-Straße quert. Neben dem BÜ steht das seit 2012 funktionslose Stellwerk, ein SPDL-30 von 1965. Die gesamte Strecke wird vom Fahrdienstleiter Oldenburg Nord in der Betriebszentrale Hannover gesteuert. Lediglich das Relaisstellwerk in Oldenburg Hauptbahnhof ist unverändert örtlich besetzt und wird das auch bleiben. Zwischen Rastede und Hahn ging es bis 2012 eingleisig zu. Hahn war ein echter Bahnhof,
seit 1977 zwar ohne Reisezug halt, aber mit drei Gleisen, an den nur noch das ehemalige Stellwerk HF erinnert. Mittlerweile ist Hahn freie Strecke. Begeistert aber mit dieser zungen- und herzstücklosen Weiche, über die vielleicht irgendwann mal ein Anschluss direkt in die Lärmschutzwand hergestellt wird. Nördlich von Hahn zeigte sich die Wilhelmshavener Bahn auf etwa 6 Kilometern wieder mit zwei Schienensträngen. Dann war Jaderberg erreicht. Der dreigleisige Bahnhof verkümmerte zur Überleitstelle. Das architektonisch mit Rastede und Hahn identische Stellwerk wurde abgerissen. Auch Jaderberg hatte seinen Personenzug halt 1977 verloren. 2020 erhielt es ihn zurück. Am nördlichen Ortsrand in Kilometer 23,9 entstand ein Haltepunkt mit zwei Außenbahnsteigen. Nachdem wir bislang hauptsächlich Lärmschutz und Waldgebiete zu Gesicht bekommen haben, öffnet sich die Landschaft und erlaubt den einen oder anderen Weitblick. Aus dieser Ecke stammen meine ältesten eigenen Fotos von dieser, seinerzeit zwischen Jaderberg und Varel eingleisigen Strecke, denn als junger Infrastrukturplaner durfte ich im September 2003 bewundern, wie Säulen in den moorigen Boden getrieben wurden, um den Untergrund zu stabilisieren. Weil sich der Ausbaustandard an den Anforderungen des Güterverkehrs orientiert, wurde die Streckengeschwindigkeit lediglich von 100 auf 120 km/h angehoben. Für die Reisezüge ist daher auch keine Fahrzeitverkürzung zu verzeichnen. Seit November 2000 pendelt hier die Nordwestbahn NWB mit der Baureihe 648 im Durchlauf Osnabrück-Oldenburg-Wilhelmshaven. Hinzu kommen einige mit Elektrotriebzügen vom Typ 3428 gefahrene Verstärkerzüge, die ab Ende 2024 bis Bremen verlängert werden sollen. Im Rahmen der Neuausschreibung des Expresskreuz Niedersachsen-Bremen soll Wilhelmshaven zweistündliche Direktverbindungen nach Hannover erhalten, die in Oldenburg mit dem von Norddeich kommenden Regionalexpress vereinigt werden. Wann dieses Konzept eingeführt wird, niemand weiß es, nachdem der Fahrzeughersteller Alstom zum inzwischen dritten Mal Verzögerungen bei der Triebzuglieferung angekündigt hat. Blicken wir lieber in die Vergangenheit. Bis 2001 verschlug es 4 Interregio-Paare täglich auf die Strecke, die umsteigefreie Reisen beispielsweise nach Berlin, Cottbus und Görlitz ermöglichten. Seitdem ist die NWB hier zumindest im Personenverkehr Alleinunterhalter. Und wir bleiben historisch. Kurz vor Varel schoss eine Pädagogin des Jeveraner Mariengymnasiums 2008 diese Fotos vom just durch eine Straßenbrücke ersetzten Blinklicht-BÜ der B437. Der Bahnhof Varel wurde im Rahmen des Streckenausbaus sehr behutsam und durchaus vorteilhaft modernisiert. Das Empfangsgebäude erstrahlt in alter Schönheit und die Treppentürme der Fußgängerüberführung blieben erhalten, während die eigentliche Brücke abgerissen und neu errichtet wurde, weil die Oberleitung ansonsten nicht drunter gepasst hätte. Diese wurde übrigens am 17. Oktober 2022 unter Spannung gesetzt. 4 Gleise gibt's, 3 davon mit Bahnsteig. Ursprünglich verfügte Varel gar über 5 Bahnsteiggleise, um den Reiseverkehr der Nebenbahnen nach Neuenburg und Rodenkirchen abzuwickeln, der bereits 1954 bzw. 1958 eingestellt wurde. Danach zwängen wir uns wieder in ein kilometerlanges Korsett aus Lärmschutzwänden, die sich bis hinter den ehemaligen Haltepunkt Dangast erstrecken, der bis 1986 als Blockstelle besetzt blieb. Dann schmiegt sich unsere Strecke für kurze Zeit an die Autobahn 29. Hier lag während des Ausbaus die provisorische Überleitstelle Schwarzer Rabe, von der bloß die Blocksignale überlebt haben. Nach einem scharfen Rechtsbogen sausen wir durch den Ex-Bahnhof Ellensadam, wo bis 1954 die Nebenbahn aus Ocholt einmündete. Nach dessen Auflassung fungierte das ehemalige Wärterstellwerk bis 1986 als Blockstelle. Die letzten Kilometer vor Sande kommen landschaftlich genauso daher, wie man sich das nahe der Nordseeküste vorstellt.
grüne Wiesen, schwarz-weiß gefleckte Rindviecher, Windräder. Der Bahnhof Sande besticht durch umfangreiche Gütergleisanlagen, die überwiegend elektrifiziert sind. Ein wenig spartanischer sieht es beim Reiseverkehr aus, denn den Nordwestbahnen Oldenburg-Wilhelmshaven gönnte man lediglich eine Bahnsteigkante am Gleis 2. Hier besteht direkter Übergang zur NWB nach Esens, die, von Wilhelmshaven kommend, im Stumpfgleis 1 die Fahrtrichtung wechselt. Bis zum Bahnhofsumbau gab es zusätzlich einen Mittelbahnsteig mit sehenswerter Zuwegung, der jedoch zuvor schon lange nicht mehr genutzt worden war. So, ja, wie machen wir jetzt weiter? Die bisher auf 45 Kilometern ohne größere Überraschungen verlaufende Strecke verzweigt sich nun in mehrere Äste, die allesamt gewürdigt sein wollen. Folgen wir zunächst der Hauptbahn, die bis kurz vor Mariensiel vom Anschlussgleis ins Industriegebiet Wilhelmshaven West begleitet wird, der sogenannten Südstrecke der einstigen Vorortbahn Wilhelmshaven. In Mariensiel kreuzen wir den Ems-Jade-Kanal auf einer beweglichen Brücke, die nicht ganz so oft negativ auffällt wie ihre große Schwester in Oldenburg. Der frühere Bahnhof Wilhelmshaven West, ursprünglich Band, später Rüstringen, ist am Standort des mächtigen Empfangsgebäudes von 1908 auszumachen. Reisezüge halten seit 1966 nicht mehr. In Willi West lag ein weiterer Ausgangspunkt der erwähnten Vorortbahn, die aus der Marinebahn hervorging und bis 1961 auch Personenverkehr aufwies. Der Anschluss zum als Oststrecke bezeichneten Gleis ist gekappt. Der sich um die Wilhelmshavener Innenstadt herumwindende Schienenstrang allerdings weitgehend erhalten und mancherorts beinahe liebevoll in das Umfeld integriert. An diversen BÜ mahnen Andreas Kreuze die Straßenverkehrsteilnehmer unbeirrt zur Vorsicht, obschon sich hier nie wieder ein Eisenbahnfahrzeug sehen lassen wird. Zurück auf die Magistrale. Kurz vor der Endstation bietet sich von einer Fußgängerbrücke, auf der man sich nicht länger als nötig aufhalten darf, dieser Blick über die Vorstadt. Dann ist der Bahnhof Wilhelmshaven erreicht, der seinen Namenszusatz HBF 2011 abgeben musste und überraschend umfangreiche Anlagen aufweist. Es gibt 4 Bahnsteig- und diverse Abstellgleise, obwohl sich normalerweise maximal ein Zug dort aufhält. Das Empfangsgebäude wurde 1996 abgerissen. Es wich der Einkaufsmeile Nordseepassage und den zugehörigen markanten Parkhäusern beidseits der Bahnsteige. Springen wir zurück nach Mariensiel und folgen der erwähnten Südstrecke der Vorortbahn. Auf ihr ist sogar noch Betrieb zu bewundern, der bis zum Endpunkt am Kreisel von Emsstraße und Jadeallee für blanke Schienenköpfe sorgt. Ehemals führte das Gleis bis zum Friedrich-Wilhelm-Platz vor dem Hauptbahnhof. Der Vollständigkeit halber sei noch die abgebaute Vorortbahn Weststrecke von Sande nach Voslab erwähnt. Da wir gerade beim Thema Ehemaliges sind, hüpfen wir schnell wieder nach Sande und werfen einen Blick auf ein unvollendetes Projekt aus dem Zweiten Weltkrieg. Zur Anbindung eines geplanten Güterbahnhofs in Eppgeriege entstand eine Stichstrecke, die unter anderem den Ems-Jade-Kanal kreuzte. Der Bahnhof wurde nach dem Krieg in abgespeckter Form realisiert und über Wilhelmshaven West erschlossen. Jahrzehnte später erhielt Sande dank dem Jade-Weser-Port doch noch seine Neubaustrecke. Die 1871 zunächst bis Jever eröffnete, 1883 über Norden nach Emden verlängerte ostfriesische Küstenbahn verlief durch die nördlichen Wohngebiete von Sande, wo die NWB den Haltepunkt Sanderbusch bediente. Auf massenhaft Güterzüge in ihren Vorgärten hatten die Sanderaner jedoch keine Lust und so wurde die Strecke ausgelagert. In Form der 4,7 Kilometer langen Bahnverlegung Sande, einer 2022 in Betrieb gegangenen zweigleisigen elektrifizierten Nebenbahn mit einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Neben dem HP Sanderbusch und mehreren BÜ verschwand die erst 2007 erneuerte Drehbrücke über den Ems-Jade-Kanal.
Nachdem die Umgehungsstrecke auf die alte Trasse eingeschwenkt ist, erfolgt an der Abzweigstelle Weißer Floh schon wieder die Trennung. Links führt die Küstenbahn nach Esens, rechts geht's zum Jade-Weser-Port und weiteren Anschlüssen. Die Weichenanordnung des Weißen Flohs erlaubt aus beiden von Sande kommenden Gleisen die Fahrt in den Hafen. Die Esenser Strecke ist hingegen lediglich aus dem Gleis Weißer Floh-Sande erreichbar. Unglaublich, dass es bei all dem zwischen Oldenburg und dem JWP getriebenen Aufwand nicht mehr für ein schönes Trapez gereicht hat. Abgesehen davon hätte man am Weißen Floh selbst mit zwei Weichen alle Fahrmöglichkeiten realisieren können. Wir folgen der sich nordostwärts orientierenden eingleisigen elektrifizierten Güterstrecke. Sie ging 1972 als Industriestammgleis in Betrieb und war über die Ausweichanschlussstelle Wilhelmshaven-Nordstrecke, den Vorläufer des Weißen Flohs, an die Küstenbahn angebunden. In Sichtweite der Abzweigstelle folgt sogleich der Kreuzungsbahnhof Akkum. Dahinter begegnen wir einer interessanten Konstruktion, die jede Lärmschutzwand in den Schatten stellt. Dem Galeriebauwerk Sengwarden. Zur Verhinderung von Störwirkungen des elektrischen Bahnbetriebs auf die 900 Meter entfernte Marine-Funkempfangsstation musste die Strecke auf 2,3 Kilometern mit Aluminiumplatten abgeschirmt werden, wozu neben 8,5 Meter hohen Wänden auf der Bundeswehr zugewandten Seite auch eine Überdachung zählt. Mit Wilhelmshaven Ölweiche ist der nächste Bahnhof erreicht, in dem sich entscheidet, wohin die Reise geht. Links unter anderem zum JWP, rechts ohne Oberleitung, zu den beiden Kraftwerken auf dem Rüstersieler-Groden und dem Massengut-Terminal. Eben dieses Gleis soll im Rahmen des Ausbauprogramms Elektrische Güterbahn bis 2026 elektrifiziert werden. Das linke Gleis wiederum verzweigt sich nach wenigen Metern zum Weinower Chemiewerk, zum Tankterminal und zum Jade-Weser-Port. Von der mittendurch verlaufenden Raffineriestraße lässt sich das Geschehen im Tankterminal und auf dem Gleis zum Hafen gut beobachten. Und dann ist der Jade-Weser-Port erreicht. Ein rund 3 Quadratkilometer umfassender, aufgespülter Bereich, in dem neben dem 16-gleisigen Bahnhof diverse Logistikbetriebe und einiges an Brachland Platz finden. Der erste Zug fuhr am 21. September 2012 und bis heute ist der Verkehr recht überschaubar. Zwischen dem Weißen Floh und der Ölweiche sind 20 bis 30 Züge pro Tag unterwegs. Das ist ausbaufähig. Wo wir schon in der Gegend sind, schauen wir noch mal kurz auf die Esenser Schiene. 3 Kilometer hinter Weißer Floh liegt der Bahnhof Schortens-Heidmühle. Als letzte Betriebsstelle in großem Umkreis mit einem mechanischen Stellwerk. Stündlich kreuzen die Nordwestbahnen. Das Anschlussgleis zum ehemaligen Fliegerhorst ist verwaist. Der weiterführende Schienenstrang wird seit 1999 als Stichstreckenblock betrieben. Zwischen Heidmühle und dem Prellbock in Esens darf sich immer nur ein Zug befinden. Weichen existieren nicht mehr. Der einst stattliche Bahnhof Jever, bis 1987 Abzweigstation zur legendären Tidebahn mit gezeitenbedingt täglich wechselndem Fahrplan, ist wie Wittmund bloß noch Haltepunkt. 1983 wurde der Personenverkehr zwischen Esens und Norden eingestellt. Die Züge endeten bis 2002 im alten Bahnhof westlich der Auricher Straße. Der Bau eines neuen Haltepunkts ermöglichte den Verzicht auf ein paar Meter Gleis und den BÜ. Und so bin ich am Ende angelangt. Ich denke, für viele von euch war hier einiges an neuen Informationen dabei, die erst einmal verdaut sein wollen. Daher verabschiede ich mich und sage Tschüss und bis bald.